Hallo, willkommen hier bei Euro Truck Simulator 2. 105.000 haben wir hier. Boah. Jetzt wird's richtig cool. So, wir starten diesmal in Hamburg und fahren mal nach Köln, würde ich mal sagen. Und zwar Mehl. Und warum Mehl? Was die Bäcker brauchen. Fürs Brot backen. Deswegen transportiere ich jetzt Mehl. Der geile Logik. So. Was haben wir denn hier? Ein Volvo, hey. Dann fahren wir mal raus. Oh, ich liebe Volvo. Ach, jetzt habe ich nicht geguckt, ob was kommt. Wow. Ist das wahnsinnig? Boah, kein Schaden. Gott sei Dank. Ach komm. Nicht wahr. Geht das wieder los? Ah, steht doch. Was ist da los heute? Geht schon wieder gut los. Kaum angefangen, schon wieder der erste Strafzettel. Oh Mann. Sollte ich mich mal anders hinstellen? Jetzt. Yes. So, wir fahren diesmal nach Köln. Neue Stadt. Noch nicht erkundigt. Dafür kriegen wir dann 7.000 Euro. Also hier bei diesem Spiel weiß ich auf jeden Fall, dass ich den Volvo holen werde. Bei American Truck werde ich mir auf jeden Fall den Peterbilt holen. Das sind die zwei Automarken, die hier richtig Spaß machen. Wieso bremse ich, hä? Ich verrückt irgendwie. Hier muss ich Gas geben, sonst komme ich nicht hoch. Ich transportiere Mehl. Mehl. 19 Tonnen. Oh. Oh. Jetzt geht's los. Nein, ich habe nichts getrunken. Ich bin so. Wieder mal eine schöne Landschaft. Wunderbar. Ich hoffe, jetzt kommt keine Radarfalle, weil jetzt bin ich 1 km/h zu schnell. Ich bin zu schnell. 1 km/h. 1 km/h bin ich zu schnell. Zu schnell. Hier ist eine Tankstelle wieder. Das war ja grauenhaft in American Truck. Letzten Folge, glaube ich, war das, oder? Boah, es war knapp jetzt. dass ich hier mit leeren Tank angekommen bin. Sollte ein bisschen auf die Straße gucken. Nicht so viel quatschen. Denn wie heißt es so schön? Bitte nicht mit dem Fahrer sprechen. Das ist die beste Strategie überhaupt. So, Freunde, ich habe jetzt Rollercoaster Tycoon World vorbestellt. Durch Amazon. Durch Amazon. Und das wird dann ab dem 1.
10. Ne, ab dem 2. April. Das ist ein Samstag hier. Als Let's Play erscheinen. Darauf freue ich mich sehr. Warum bin ich so fröhlich? So fröhlich, so fröhlich. Warum bin ich so fröhlich? So fröhlich war ich nie. Kennt ihr das? Wer es weiß, aus welcher Serie diese Melodie stammt, unten in die Kommentare schreiben. Warum bin ich so fröhlich? So fröhlich, so fröhlich. Warum bin ich so fröhlich? So fröhlich war ich nie. Oh mein Gott. Ich glaube, die meisten kennen es. Ich würde jetzt am liebsten hier Radio einschalten, aber das mache ich nicht. Jetzt wird das Video gesperrt. Das werde ich nicht tun. No, no. Meine Güte. Schön, ne? Du weißt schon. Ich frage mich immer noch, wo Groningen liegt. Liegt es? Das habe ich mein ganzes Leben noch nicht gehört. Groningen. Das andere kennt man, ne? Osnabrück. Dortmund. Kennt man alles. Aber Groningen? Ich kenne Göttingen, aber nicht Groningen. Vielleicht kommt ja einer von euch aus Groningen. Amsterdam. Geht's doch hin? Duisburg. Das kenne ich auch. Ach, ist das entspannt. Bin ich überhaupt A1? Ja. Ist die 1. Bin mal gespannt, wie es dann hier in Tschechien ausschaut oder Polen. Bis jetzt habe ich nur Frankreich besucht, Österreich, Schweiz und einmal England. Obwohl, muss ich sagen, England war sehr lustig. Mit dem Kreisverkehr und Linksverkehr und... Was der Geier. War sehr lustig, irgendwie. Kann ich ja mal wieder nachholen. Ich glaube, die Hälfte haben wir schon, oder? Kann sein. Wenigstens haben wir schönes Wetter. Das ist die Hauptsache. Jetzt ist es ja draußen katastrophal. Heute früh hat es geschneit. Wie verrückt. War alles voller Schnee, jetzt ist wieder alles weg. Das nervt mich voll. Muss man sich mal vorstellen, Mitte März, ne, fängt es an zu schneien. Alter! Was geht da ab?
Als ich das gesehen habe, dann dachte ich mir auch, hallo? Es ist bald Frühling. Was will ich noch mit Schnee, bitte? Der Winter ist längst vorbei. Es hätte an Weihnachten so sein sollen, aber nicht jetzt. Jetzt kann man sich gebrauchen. Jetzt kommt ja bald das Volksfest und schneit. Na, bravo. Echt der Wahnsinn. Geht's jetzt hin? 90 km/h? Darf ich? Darf ich? Darf ich? Nein, darf ich nicht. Natürlich nicht. Ich bin ja auch nichts Besonderes. Bäh. Ich liebe es, wenn ich einen Truck fahre. Ich liebe es, wenn ich einen Truck fahre. Gehe ich eigentlich darüber? Ich habe keine Ahnung. Weil ich einfach nur dumm bin. Boah, was knapp. Ich bleibe jetzt mal da drüben. Hä? Wieso? Wieso habe ich jetzt hier Tempomat ausgeschalten? Hallo? Was geht denn jetzt ab? Hä? Bitte? Danke. Oh mein Gott. Immer wenn ich hier Amsterdam lese, da oben, muss ich immer an das eine Lied denken. Ihr könnt euch vorstellen, welches, oder? Tulpen aus Amsterdam. Jedes Mal. Aber es ist kein Wunder, weil... Das fällt einem immer gleich ein, wenn man das sieht. Typisch, ne? Typisch. La 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 la. Sind schon gleich da. Das ist ja Wahnsinn. Das geht aber schnell. Von Hamburg nach Köln. Wenn es denn echt auch so schnell wäre, dann Halleluja, brauchen wir kein ICE mehr. Dann fahre ich hier in Eurotruck rein. Lass mich real reinbeamen. Dann bin ich da. Wenn das ginge, ne? Boah. Brauche ich dann mal gar nichts mehr. Dann wäre die Bahn ausgestorben. Könnten alle ihren Job an den Nagel hängen. Dann war's das. Dann heißt es nicht mehr Hannover, sondern Hangover. Was rede ich hier bitte für ein Bullshit? Geht's noch? Sollte mich mal wieder untersuchen lassen. Ja. 120 Kilometer noch. Puh. Supidödödö. So, Kurve. Oder? Kurve. Immer noch geradeaus. Ich bleibe noch schön auf der linken Seite, da bin ich am sichersten. So, wo geht's denn jetzt hin? Immer noch dorthin, okay. Düsseldorf ist noch dazu gekommen, sehe ich gerade. Die Stadt, die Köln hasst. Warum auch immer. Verstehe ich immer noch nicht.
Hallo, wir sind ein Deutschland. Warum muss man sich hassen, bitte? Quatsch da. Ich greife das sowieso nicht. Jedes Mal, wenn Kölner Düsseldorfer sehen oder irgendwie, dann heißt es immer Buh. Bäh. Gottes Willen. Wärst du doch in Düsseldorf geblieben. Na, na, na. Sonst muss ich mal nach rechts rüber. Weil die nächste Ausfahrt gehört mir. So, bleiben wir gleich mal in der Geschwindigkeit. Geklappt. Finde ich gut. Schön blinken immer. Das vergesse ich immer meistens. Aber jetzt nicht mehr in letzter Zeit. Ich halte mich schön dran. Ganz am Anfang, ich weiß auch bei meinen ersten Let's Plays, müssen auch hier ein paar in der, im Kanal sein. Da fahre ich so unmöglich. Das gibt's gar nicht. So was auch von unmöglich. Na, alle 2 Meter kommt ein Unfall. Muss man sich mal reingeben. Ja. was habe ich gerade gesagt? Ja. Ah. Wärst du doch in Düsseldorf geblieben? Na, na, na. Schubidudu. Ja, kannst du wieder aufhören. Danke. Ist hier schon mal jemand gestorben an so viel Blinken? Übrigens. Oh, ich sehe gerade 40 Kilometer nur noch. Wir sind bald da, wir sind bald da, wir sind bald da. Dann können wir mal gucken, ob wir hier in Köln dann vielleicht einen Händler finden mit Volvo. Das wäre cool. Das wäre echt cool. Dann können wir da gleich mal vorbeifahren. Und schauen wir mal, ob der was hat, was gescheit. Wenn nicht, dann kannst du mir gerne haben. Dann baue ich mir meine eigene Volvo selbst. Und zwar in meiner Volvo-Werkstatt. Hinten bei Mercedes. Haha. Ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Ich habe keine Ahnung. Mein Glühwein ist immer noch offen. Die Flasche. Keine Angst, das ist ein alkoholfreier Glühwein. Also nicht, dass ihr hier denkt, da bist du auf sich hier. Lüttich. Wo liegt denn das schon wieder? Ich kenne Aurich, aber nicht Lüttich. Boah, war's knapp. ja, ihr werdet aber, So, da vorne müsste jetzt irgendwo das Ziel sein. Jetzt müsste auch irgendwann mal Köln kommen. Genau, sieht man schon. Kölle. Olaf! Kann ich glauben, dass ich nichts getrunken habe, oder? Nee, ich bin wirklich so. Sag ich doch, erster Aufenthalt. Cool. Das freut mich. Also denkt dran, ne? Aus welcher Serie kommt das, ne? Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? Könnt ihr mal unten reinschreiben, vielleicht weiß es ja einer. Neue Arbeitsagentur, na gut.
Brauchen wir aber nicht. Brauchen Händler. So, jetzt trinke ich mal schnell was. Ich habe trockenen Hals. Ach nee, mal trinken kann man. Kommt da von Kreisverkehr? Nee, ne. Nee, da muss ich nur abbiegen. Okay. Schön. Freut mich. Ja, stopp, stopp, stopp! Boah. Hat nicht gezählt, Gott sei Dank. Haben wir schummeln können. Ha! Hallo! Jetzt fahrt mal dahin. So. Jetzt aber. Jetzt gibt es keinen Zurück mehr. Wir sind da. Hurra! Ich bin da! Boah. Mann, ey. Wieso immer so spannend, ey? Gehen wir erstmal dahinter fahren. Ist auch noch. So, schön einschlagen. Genau. So, Ruhe. Zufriedenstellend, ja, komm. Das ist ja Wahnsinn, ey, hallo. Oh. Ey, komm. Nicht dein Ernst, ey. Okay, jetzt schauen wir mal. LKW kaufen, lalalalala. Ich will kein Iveco. Auch kein DAF. Ich will ein Volvo. Toll. Wieso kann ich hier keinen Volvo-Händler haben? Schweden gibt's auch. Ach du Scheiße. Ah, da haben wir es doch. Tschechien, Polen, Slowenien, also Slowakei halt. Slowenien. Slowenien ist woanders. Ungarn, Österreich, Italien. Ja. Fehlen aber noch ein paar Länder, oder? Hier. Naja, ist ja egal. Okay, dann war's das hiermit von Euro Truck Simulator 2 bis dann. Tschüss!